herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, ihr seht, wir sind immer noch in dieser virtuellen Umgebung gefangen, die uns die VI der Atlas-Station, also auf gut Deutsch David, der Typ da, also der Bruder von Archer, in die er uns letztes Mal reingezogen hat. Und ja, um aus der zu entkommen, müssen wir da runter in den Raum, weil in der Kugel da unten, in dieser orangen, ist David und Nia, den müssen wir befreien. Ja. Eigentlich müssen wir relativ bald da runterkommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, hier ist schon der Vorstuhl, den wir brauchen, genau. Noch irgendwas? Ja, da hinten ist noch was. Moment, hier so ein bisschen Hardware, die wir bergen können. Bringt uns wieder 1500 Credits. So, jetzt noch mal irgendwo ein bisschen Entdeckung gehen, weil hier kommt auch gleich was mit hoch. Maximale Tragkraft des Fahrstuhls überschritten. Jäger, ich dachte, hier kommt doch ein Kommandant jetzt hoch. Dann geht's ja noch. Ich dachte, da kommt noch was Schlimmeres dazu. Ja, war ich der Meinung, dass ja ein Dings mit, dass ja echt ein Kommandant mit hochkommt. Aber gut, wenn es so nicht so ist, dann ist auch gut. So, Energiezellen sind voll, die werden wir jetzt auch brauchen. Da unten, das vereinfacht uns die Sache auf alle Fälle erheblich. So, da sind wir. Wurzel aus 910 ist 30,1. Wurzel aus 920 ist 30,3. Wir sind bereit. Öffnen Sie eine Verbindung zum Geldnetzwerk. Das ist ja nicht so dumm. Absolut ausgeführt wurde. Ja, sicher. So, jetzt ist mal die Panzerung von dem VI-Kern nämlich runterbrennen. Ja, bleib ruhig. Der. Ach, da hinten! Da hinten hat er drauf geschossen. Ja, das glaube ich dir, dass du da nicht da sein willst, David. So. Ja.
Das Schild ist runter, sehr schön. Und das ist jetzt David, ja? Ach du Scheiße. Was haben sie nur mit dem angestellt? Leck mich am Arsch. Warten Sie! Commander! Ich bitte Sie, überstürzen Sie nichts. Überstürzen? Guck dir den Typen an. Überstürzen? Wer hat denn seinen eigenen Bruder zu diesem Experiment gezwungen? Ich weiß, wie es aussieht, aber ich wollte nie, dass ihm dabei etwas passiert. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Und ganz plötzlich hatten sie dann ihre eigene Privathölle. Ich hatte keine Wahl. Die Anforderungen waren immens. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Der sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Mensch. Und wie viele sind für dieses Projekt bereits gestorben? Zu viele Seelen, als dass ich dafür Vergebung finden könnte. Aber ich werde mich nicht für meine radikalen Ideen entschuldigen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Cerberus wird ihn nie in Ruhe lassen. Ihr Bruder wird immer eine Laborratte bleiben. Aber eine Laborratte, um die man sich gut kümmert. Zumindest wird er am Leben sein. Das ist dein Bruder, Junge. Du hast einen Knall. Sie opfern also für ihren eigenen Ehrgeiz das Glück ihres Bruders? Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Ich habe genug von ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie davon frei sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Academy. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Das ist doch eine gute Entscheidung. Nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt. Wurzel aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Wurzel aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Wurzel aus 920 ist 30,3. Klingt auch schon wie so ein Roboter. Aber gut. Wir haben die Mission abgeschlossen. Projekt Overlord ist dazu damit zu Ende gebracht. Dann kommt schweres Hautgewebe. Ein paar Credits, ein bisschen Palladium. Na gut. So, was machen wir jetzt noch Schönes vor Langeweile? 9 DLC starten wir auf alle Fälle noch nicht. Ich würde sagen, wir können uns mal um dieses abstürzende Schiff kümmern. Das kann man noch machen. Seid Zirkenfüller als kleiner. So, als kleiner Lückenfüller, als ganz kleiner. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Der Unbekannte.
Shepard, mir wurde zugetragen, dass Sie Archers Bruder zur Chrism Akademie gebracht haben. Ich weiß, was man dort leistet, er wird dort ein gutes Zuhause finden. Ich unterstütze Dr. Archers Handlungsweise nicht, aber er hat uns einen Durchbruch beschert, der uns bisher verwehrt geblieben ist. Wir werden wahrscheinlich nie wieder ein Individuum mit Davids einzigartigen Talenten finden. Ihre Entscheidung ist zwar verständlich, aber sie hat uns in unserem Bemühen, die Gäste zu verstehen, um Jahre zurückzuholen. Ja, selber schuld, hätte er den besser behandelt. Hätte man nicht eingreifen müssen. Ne? So, gucken wir mal kurz auf unsere Forschung. Ob wir uns die leisten können. Na, können wir. Haben wir genug Palladium? So. Ja, dann kümmern wir uns noch schnell um das Schiff. Erst wieder schön zurückdüsen hier. Treibstoffreserven bei 50%. Oh, schaffen wir das überhaupt noch bis darunter? Ach klar. Reicht noch. So, dann tanken wir mal kurz nach, weil ich glaube, wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, wird von den Ressourcen was abgezwackt. Also vom Palladium und so. Aber es hat ja gereicht. So, dann auf zum Massenportal. Und wir müssen in den Pylos-Nebel. Na gut. Und genau hier wollen wir die Planeten nochmal außer Acht. Wir gehen gleich auf das Schiff hier, die MSV Broken Arrow. Auf die wollen wir drauf. Anomalie geordnet. Scans melden ein verlassenes Schiff auf einer rapide abnehmenden Umlaufbahn über den Planeten Ionus. Die Registrierung nach müsste es die MSV Broken Arrow sein. Laut Unterlagen hat das Schiff eine wichtige Munitionsfracht geladen. Wenn jemand eingreift, stürzt das Schiff auf Ionus ab. Höchstwahrscheinlich genau an der Stelle von Fargon, der größten Menschenkolonie des Planeten. Gath-Signaturen an Bord der MSV Broken Arrow geordnet. Immer diese Gath. Die können uns auch kein einziges Mal in Ruhe lassen, ne? So, nehmen wir hier mal Garrus und nehmen wir Samara mit. Genau. Warnung. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Auch noch schön in der Zeitdruck arbeiten, natürlich. 6 Minuten! Alarmstufe gelb, was soll am roten Ende? Alles klar. Haben wir nur 6 Minuten Zeit hier. Weil ich auch so gerne unter Zeitdruck arbeite. Mann. Jetzt sind sie schon nicht präzise. Navigation offline. Lebenserhaltungssystemausfall. Maschinen ausgefallen. Nice! Wo ist denn das Iridium? Da hinten. Ich gehe durch die Tür. Jetzt krieg ich auch noch massig Gas auf den Nerv. Da sind sie schon. Wir müssen eigentlich nur die Kerne hier online bringen. Fuck. Drecksmist. So, jetzt aber. Das
So, Nummer 1 ist online. Jetzt müssen wir rüber auf die Seite. Kommen wir von hier unten. Leider nicht. Oder? Hier lang. Ach, gehen mir die Typen auf den Nerv da oben. Mit die Luft an. Lass mal schnell rüber. Oh, da ist der Kern. So. Das deaktivieren. Was muss man jetzt denn machen? Ach, hier oben Maschinensteuerung, Neustart. Alles klar. Weiter nix ist. So. Schon läuft die Karre wieder. Wir haben es geschafft. Ja, war doch. Alles ganz easy. MSV Broken Arrow Shop ist ja, die restlichen Geth haben den Kampf eingestellt. Die Kolonie ist in Sicherheit. Hooray! So. Gucken noch schnell hier wegen dem Planeten und dann sollte es auch schwer gewesen sein. So viel haben wir ja nicht, nur noch zwei. Ja, mal der Gasplümpel hier. Die Saale. Das ist der Gasplanet hier. Oder? Ja. Gasplanet. Egal. Na gut. Hätten wir das soweit geschafft. Aber die Folge wird ein bisschen kürzer, aber ist doch vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil die ist wieder kurz vor knapp aufgenommen. Und ja, deshalb reicht es soweit eigentlich. Soll noch einigermaßen pünktlich hochkommen, die Folge. Beim nächsten Mal dann natürlich wieder etwas länger. Kurz was trinken. Schon trocken im Hals. So, wie gesagt, dann beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder eine längere Folge. Was man dann machen, was machen wir dann wohl als nächstes? Was haben wir überhaupt noch alles offen? Wartet mal. Wir haben noch offen. Abschlussstelle der Normandy. Die Repair FFS machen wir sowieso noch nicht. Nur Dr. Kensen. Na gut. Dann machen wir als nächstes mal den DLC, von dem ich noch keine Ahnung habe, nämlich hier unten im Viper-Nebel Dr. Kensen retten. Den machen wir dann als nächstes. Ja. Danach, dann machen wir, würde ich sagen, die Abschlussstelle der Normandy, dann Reaper FFS. Machen wir die Reihenfolge. Haben wir den Rest echt alles schon durch? Na gut. Dann soll es halt so sein. Dann nochmal an der Stelle wieder einen Cut und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir hören uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao, ciao.